Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute ist auch wieder mal der Eddie dabei, denn erstmal hi an dieser Stelle auch an dich. Hi, hi. Und wir haben uns heute mal gedacht, wir lassen uns ein bisschen beim guten MSTTV inspirieren, weil der macht nämlich öfter mal solche Handtrap-Bewertungen und zwar haben wir uns gedacht, nehmen wir drei verschiedene Kategorien und schauen uns sämtliche Handtraps, hier jetzt nur mal ein kleiner Auszug davon, also wir schauen uns alle Handtraps an, die im aktuellen Format irgendwie in Frage kommen könnten und vor allem gegen die Top-Decks gespielt werden könnten. Das heißt, wir schauen jetzt nicht alle Handtraps, die es gibt, im Detail an, weil da gibt es unfassbar viele, die auch sehr, sehr schlecht sind. Und falls wir irgendwelche Handtraps eurer Meinung nach vergessen haben sollten, schreibt uns das gerne in die Kommentare, dann können wir das nächste Mal gerne mit aufnehmen. Und ansonsten wäre es uns natürlich auch wichtig, uns generell eine Meinung dazulassen, was ihr von diesem Format haltet, ob wir das öfter bringen sollen oder ob ihr sagt, ja, ist jetzt nicht so geil. Aber ansonsten lasst den Kanal gerne noch ein Abo da, würde mich riesig freuen. Daumen nach oben sowieso. Und nochmal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier drei verschiedene Symbole. Wenn die Handtrap gut ist, dann kriegt sie einen Haken. Wenn sie eher so durchschnittlich ist, ja, diesen komischen Zacken. Und wenn sie eher nicht so gut ist gegen das Deck, dann halt eben entsprechend hier einfach das Kreuz. Und das sieht dann halt wie folgt aus. Das Ganze wird dann so reingeschoben. Wir bewerten das. Und in diesem Sinne würde ich sagen, rein in die Liste. So, gehen wir direkt rein zur Aschenblüte und zum guten Dragon Link Deck. Overall zu Ash erstmal. Natürlich ist das wahrscheinlich die Handtrap auf dieser Liste, die am flexibelsten irgendwo gegen alle Decks agieren kann. Allerdings würde ich sagen, bei Dragon Link ist sie kein kompletter Pass-Turn, sondern die kann halt nur bestimmte Zwischensegmente immer unterbinden. Oder wie siehst du das Ganze? Nee, also ich stimme dir ja voll und ganz zu. Die Ash Blossom ist stabil, aber kein Turnender gegen Dragon Link. Ja, ja, definitiv. Wollen wir sie dann einfach durchschnittlich bewerten und da so reinpacken? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall durchschnittlich. Gut, dann hauen wir das hier in durchschnittlich rein. Dann können wir direkt bei der Ash zu Triton rübergehen. Da kannst du direkt noch was zu sagen, weil Triton, da habe ich tatsächlich nicht so viel Ahnung. Da kannst du einfach mal raushauen. Ja, bei Triton ist das sehr abhängig von der Hand, wie viel die Ash Blossom tatsächlich macht. Ja. Wenn der Triton-Spieler relativ normal gestartet hat, macht die Ash Blossom alleine nicht besonders viel. Wenn der Triton-Spieler allerdings darauf angewiesen ist, irgendwie seinen ersten Drytron irgendwie zu resolven und damit vielleicht zum Beispiel den Drytron zu resolven und eine Bantan zu suchen, dann wird die Ash schon sehr gut sein. Also sehr abhängig davon, was für eine Hand er hat, ob er Orange Light spielt und zieht, etc. Also es kann gut oder auch schlecht sein. Das heißt, auch hier nehmen wir dann wahrscheinlich eher den durchschnittlichen Button, ja? Genau. Gut, ich meine generell, natürlich muss man auch noch mal warten, wie Triton in Zukunft performen wird. Das wissen wir jetzt alle noch nicht. Da muss erstmal noch die finale Version gefunden werden. Habe ich jetzt auch in den letzten Videos schon mal ein bisschen gesagt. Aber ich denke, dass das Deck immer noch ein gutes Deck sein wird. Aber nur mal dazu. Dann gehen wir direkt weiter mit der guten Ash zu Invoked. Da kann ich vielleicht erstmal sagen, also Invoked, natürlich ist es immer so das Problem, so kenne ich es aus Erfahrung. Entweder, also du Ash gefühlt immer das Falsche. Wenn du den Alistar Ash, dann hat er eh schon die Invocation und wenn du die Meltdown Ash, dann hat er trotzdem schon den Alistar und ich weiß nicht. So ist zumindest meine Erfahrung bei Invoked. Oder? Kannst du das auch so bestätigen? Ja, also bei Invoked ist es auch schon wieder so eine Sache. Du kannst halt irgendwas ashen, inwiefern sie ihn allerdings davon abhält, seinen Turn spielen. Ich glaube nicht besonders viel. Also ashst du den Alistar, dann hat er noch eine Invocation und ein Desires. Hältst du die Ash für Desires, dann hat er vielleicht nur diesen einen Alistar und den hättest du lieber ashen sollen. Ja, ja. Ewiges im Kreis drehen, aber im Endeffekt wird da immer ein Mekaba liegen und die Ash ist im Grave. Insofern. Auch durchschnittlich eher. Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir auch mal den grünen Haken heute vergeben oder ob das hier bei den ganzen Durchschnitt bleibt. Aber gehen wir direkt rüber zu den guten Dinosauriern und da kann ich auch direkt erstmal sagen, Dino ist halt einfach Misk. Wenn die Misk haben, dann macht die Ash halt nix, ne? Ich weiß nicht, willst du direkt zu Dinosaurier was sagen? Also ich denke, tatsächlich haben wir jetzt unseren ersten Anwärter für den grünen Haken bei der Ash. Meinst du, wenn auf den Archosaurier? Eine Ash auf den Misk im Grave stoppt sehr, sehr viele Turns. Das stimmt, das ist natürlich ultra stark. Also würdest du definitiv die Ash da als grünen Haken bezeichnen? Oh ja, denn viele Dino-Spieler sind der Ansicht, wenn sie gemiskt haben, jetzt kann sie nichts mehr aufhalten. Und denken dann gar nicht mehr an diese Ash of den Misk im Grave und dann müssen sie auf einmal passen mit einem Oviraptor und nichts auf dem Feld. Okay, also das habe ich tatsächlich so noch nie gesehen, aber ich meine, du spielst deutlich mehr Turniere, also das lassen wir dann einfach mal so stehen. Dann kommen wir zu Eldritch und da kann man natürlich direkt sagen, also wir sprechen ja hier immer von den ganzen Varianten, die aktuell so rumlaufen.
Und hier kann man natürlich die Ash auch sehr, sehr gut benutzen. Wenn man einfach das Elixier Ash, dann ist eigentlich auch Sense. Also würde ich, glaube ich, hier auch den grünen Haken vergeben. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Gut, dann machen wir das Ganze nämlich auch so. Nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, dass dieses Deck immer noch spielt, auch nicht per Turn. Ne? Ich meine, die Zodiac Engine ist immer noch live und so weiter. Und ja, dann Virtual World. Da ist es natürlich auch ein bisschen abhängig von der Hand bei Virtual World. Wenn, also eine Ash kann natürlich bei Virtual World komplett einfach mal den Zug beenden, wenn die einfach keine Follow-Ups haben. Aber ich weiß nicht, wie würdest du da die Ash sehen bei Virtual World? Also eine Ash auf Lulu ist immer gut. Ja. Das Spiel gewinnen wird sie jetzt nicht. Ja. Nicht im ersten Turn. Also auf jeden Fall unwahrscheinlich. Aber ich meine, es ist schon eine starke Handship, wenn man sie richtig wirft gegen VW. Ja, ich denke auch. Hängt jetzt auch davon ab, was die für Felder machen nach der Banlist. Mhm. Aber ich glaube, eine Lulu Ashen ist nie verkehrt. Ja, ich denke auch. Also dann würde ich auch einen grünen Haken, glaube ich, reinnehmen einfach. Weil die Karte kann dagegen ja auch Züge beenden. Also ich glaube, durchschnittlich würde ich sie nicht sehen. Ja. Gut, machen wir auch so. Dann gehen wir direkt zur nächsten Handship über, und zwar zur guten Ghost Bell, und steigen da direkt ein bei Dragonlink. Und da, muss ich sagen, das kann natürlich gut sein, muss es aber nicht unbedingt. Oder? Ja, also es gibt ein paar Plays, die Bell stoppen kann. Ja. Zum Beispiel World Legacy Guard Dragon, Brotor, der aus dem Grave kommt. Oder Seifert-Effekt im Grave, solche Geschichten. Ja, solche Geschichten, aber nichts Weltbewegendes. Nichts, wo man sich denkt, oh ja, die muss ich auf jeden Fall ziehen. Also ich glaube, ich würde hier wahrscheinlich das erste Kreuz, das X verteilen, für Nicht-Spiel nicht effektiv genug. Genau. Gut, machen wir das auch hier so. Ansonsten könnt ihr gerne uns auch mal eine Meinung dazu dalassen, wie ihr das findet von unserem Bewertungssystem, ob man das anders machen könnte. Haut das einfach mal in die Kommentare. Dann kommen wir zur Tritron und mit der Bell. Da lasse ich dich direkt mal sprechen, weil, wie gesagt, Tritron nicht mein Fachgebiet. Oh ja, also eine Bell kann auf jeden Fall ziemlich stark kommen gegen Drytron. Ja. Es hängt sehr davon ab, was man bellt. Also erstmal kann man jeden Drytron, der auf Aktivierung bereits im Grave war, bellen. Mhm. Dann kann man noch den Gamma bellen, der einen anderen Drytron aus dem Grave beschwört. Und man kann vor allem, ganz wichtig, die Ritual-Spell bellen. Stimmt. Vorausgesetzt, es liegt nicht der Field-Spell. Ja, also dann würde ich sagen, können wir hier bei der Bell definitiv einen grünen Haken verteilen. Ja, also wichtig ist halt, dass nicht der Fieldspell liegt. Wenn der Fieldspell liegt, wird das Ganze schon eher wieder schwieriger. Great. Also dann kann man zwar immer noch die Drytrons bellen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist Bell doch eine ziemlich gute Handtrap gegen Drytron. Ich würde sie allerdings nicht als ein Must-Play einstufen. Also vielleicht doch eher den gelben. Wir können auch uns auf den gelben Strich einigen. Bin ich auch fein, ja. Ja. Gut, dann nehmen wir das so. Also auch eher so durchschnittlich. Also wie gesagt, bei Tritron bin ich leider immer raus. Dann gehen wir direkt weiter rüber zu Invoked. Und wenn ich da so überlege, klar, wir spielen Invoked ja nicht pur. Wir spielen Invoked mit Shadol, wir spielen Invoked mit Dogmatica. Da kann die Bell natürlich schon gut sein. Ich meine, gerade gegen Shadol brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Dann haben wir Dogmatica Engine, die triggern auch die meisten Effekte im Grave. Invoked hätte man theoretisch den Invocation-Effekt, den man in Grave benutzt. Würdest du bei der Bell bei Invoked sagen, mit den ganzen Varianten grüne Haken? Ich würde schon sagen, ja. Also, ich sehe hier das gleiche Problem wie gegen Drytron. Ja. Wenn der Fieldspell liegt, macht kann. Das ist das Problem, ja. Es ist nicht mal unwahrscheinlich, dass der Fieldspell liegt, ist halt das Problem. Es ist in Theorie eine gute Handtrap dagegen, in Praxis gibt es aber viel bessere Handtraps. Definitiv, ja. Insofern nehmen wir auch den Durchschnitt. Gut, ja, kann ich mit leben, kann ich auch verstehen. Das Ding ist halt höchstens gegen die Dogmatica Engine, aber das ist halt nicht worse genug. Also da, ich glaube, da kann ich mich mit anfreunden. Dann gehen wir bei der Bell direkt weiter zu den Dinos. Die haben natürlich auch einige Grave-basierende Effekte. Aber erzähl du ein bisschen was über Bell bei Dinos. Ja, also Bell gegen Dinos ist eher suboptimal. Mhm. Misk banished für Kosten aus dem Graveyard, das bedeutet, man kann ihn nicht bellen. Und alles andere, was man bellen könnte, wäre Ovi Revive aus dem Graveyard, welcher meistens durch Misk geschützt ist. Lohnt sich nicht wirklich.
Insofern Bell ziemlich useless gegen die. So ist es. Dann gehen wir direkt weiter zu Eldritch. Und da sieht das Ganze natürlich schon wieder ganz anders aus, weil Eldritch, ihr kennt's, die arbeiten sehr, sehr viel mit den Grave. Und deswegen war, glaube ich, auch Bell einer der Gründe, warum sie so aktiv gespielt wurde. Natürlich Eldritch. Und dagegen ist natürlich schon sehr effektiv. Allerdings stoppt sie auch nicht unbedingt den kompletten Spielzug. Ja, nichtsdestotrotz ist Bell schon eine ziemlich starke Karte gegen Eldritch. Man kann Hakero bellen, man kann den Golden Lord aus dem Grave bellen. Da sind schon mehr als genug Sachen dabei, die man mit Bell stoppen kann, als dass es sich. Ja, es lohnt sich. Es lohnt sich definitiv. Da nehmen wir. Ist auf jeden Fall eine effektive Handtrap, können wir auf jeden Fall schon mal so sagen. Dann Wilterworld. Da bin ich mir nicht sicher, wie gut ich die Karte Bell da sehen soll. Ich meine, Wilterworld hat schon Grave-Effekte, hat letztendlich die Trap im Grave oder beziehungsweise beide Traps, hat natürlich den Spell im Grave, das sind auch ein paar interessante Sachen, aber der Spell banisht sich ja für Kosten auch, ne? Genau wie die Trap auch. Die Hauptkarte, die man bei Wilterworld bellen wollen würde, ist Laulau. Laulau, ja. Ziemlich starke Karte zu stoppen. Bell kann das halt eben machen. Ist vor allem cool, wenn man erst Lulu asht und dann Laulau bellt. Das ist natürlich broken, ja. Das Ding ist, in einem Format, wo man Bell spielt, ist sie cool gegen Virtual World. Man sollte sie aber nicht spezifisch für Virtual World spielen. Ich denke auch nicht. Also ich glaube, ich würde sie da auch als Durchschnitt sehen. Oder würdest du sogar schlechter sehen? Nein, ich stimme dir zu. Gut. Dann nehmen wir den Durchschnitt auch damit rein. Dann gehen wir weiter zum guten Geisteroger und Schneehase und starten da auch direkt bei Dragonlink. Und da gibt es ja theoretisch ein paar Targets, wo man das Ganze werfen kann, beziehungsweise es gibt gar nicht mehr so viele. Eins wurde uns genommen durch Linkcross. Ein weiteres, was noch übrig geblieben ist, ist ja letztendlich hier die, wie heißt diese Lanze, die Spell von den Dragon, wie heißt das Deck? Helf mir mal, ich komme nicht auf den Namen. Dragoonities, wo man den Ogre werfen kann. Ich überlege gerade, wo man sonst noch einen Ogre werfen kann. Höchstens noch auf die Aktivierung von einem LP. Ja, also dazu kann ich direkt mal sagen, Ogre kommt einem vor wie ein Freund, bis man gegen einen guten Dragonlink-Spieler spielt. Ja. Das Problem ist halt, 90% der guten Ogre-Targets sind entweder geschain-blockt, wenn der Dragonlink-Spieler gut spielt, oder LP zum Beispiel, wenn der Spieler einigermaßen weiß, was er macht, wird so liegen, dass bereits zwei andere Zonen, dass bereits basically eine LP-Zone existiert, ohne dass der LP drauf zeigt. Ja. Also selbst wenn der LP geogert wird, wird er was rausbringen. Und dementsprechend ist Ogre okay. Ogre ist akzeptabel. Ogre ist auch nicht schlecht, wenn die mal nicht so gut haben und ein bisschen rumkrüppeln müssen. Aber wenn ein Deck rumkrüppeln muss, dann ist jeder Handtrap auf einmal ziemlich gut. Das stimmt, ja. Insofern würde ich Ogre da als ein gesundes Mittelmaß betrachten. Ja, hätte ich aber auch generell alleine, dass es einfach nicht so viele Targets gibt dafür, ist ja auch schon ein Grund. Ne? Ich meine, man muss ja spezifisch immer auf die Karten warten und die ganze Zeit keepen. Und dann muss sie halt auch noch passen, also dass er nichts mehr hat. Also ja, hast du ja eben schon genug erklärt. Ogre, Tritron, da darfst du wieder. Ja, machen wir es kurz und knackig. Da gibt es nichts wirklich, was man ogern möchte. So ist es. Dann können wir direkt auch bei Invoked schauen. Bei Invoked, was willst du da ogern? Oder also, es lohnt sich ja nicht groß. Also, gegen Invoked ogern ist halt ein Selbstmord, basically. Ja, Licht im Grave. Was will man ogern, den Arista? So, das macht halt wieder nichts. Fun Fact, kann ich kurz was zu erzählen? Ich hatte auf Locals tatsächlich mal die Situation, da habe ich in Invoked Dogmatiker gespielt und mein Gegner hat mir tatsächlich irgendwas geogert, ich weiß nicht mehr, was es war, aber dadurch hatte ich dann direkt Light halt als Target und das war sehr, sehr lustig deswegen. Also ich würde hier aber auf jeden Fall auch als useless ansehen gegen das Deck. Ja, das Ding ist halt, dann spielt man wieder Invoked, freut sich richtig schön, sein Spellbook of Knowledge mit dem Alistar zu resolven und dann wird er geogert. Das ist immer der gleiche Stress, aber nein, tatsächlich, also Ogre gegen Invoked, lasst es lieber stecken. Ich würde auch sagen. Ja, dann gehen wir direkt weiter zu Dino und da muss ich direkt erstmal überlegen, was kann man denn bei Dino ogern, zumindest von den Main-Deck-Monstern, das macht eigentlich auch wenig Sinn, glaube ich. Field Spell. Ja, das ist aber das Einzige. Ja. Genau, aber ein guter Dino-Spieler, wenn er Misskarten macht, der Field Spell Chainlink 1, Ovi Chainlink 2 und damit fällt der Ogre dann auch schon wieder weg. Würde ich auch als useless sehen. Ja. Den Ogre. Deswegen, das können wir abkürzen. Eldritch Ogre würde ich auch gern direkt skippen.
Ja. Gut, brauchen wir auch nicht weiter darüber reden. So, jetzt wird's interessanter. Das ist endlich Zoo und sie spielen, machen Terrorblade Normal Summon Effekt, aber. Ne? Ja, ja. Virtual World fällt das einzige Ogre-Target, was mir einfällt, ist vielleicht wirklich, wenn die Chucha aktiviert wird, dass man dann den Ogre wirft und was anderes fällt mir nicht Sinnvolles ein. Ja. Ja. Aber würde ich dann auch ja, eher als useless sehen. Würde ziemlich recht haben. Ja. Ja. Und das ist ziemlich traurig, weil ich jetzt schon wieder ein Format lang nichts mit meinen Ulti-Ogern anfangen kann. Aber geht zu sein. Tja, so ist das. Gehen wir direkt weiter zum Veiler. Veiler ja. Gegen Dragonlink. Boah. Da gibt es natürlich einige Targets. Nur die Frage ist, wie gut ist der Ganze? Weil. Och, Also tatsächlich. Von den bislang genannten Handtraps wahrscheinlich noch eher das Beste. Ich denke auch. Ja. Ich meine, Impermanence wird sicherlich auch gleich nochmal interessant. Eigentlich können wir fast diese beiden zusammen bewerten immer. Ich meine, basically ist Impermanence zwar ein bisschen besser, weil man sie auch setzen kann, aber overall könnten wir die eigentlich theoretisch auch zusammen bewerten, oder? Ja, mit kleinen Anpassungen, aber das kann man ja immer erwähnen. Genau. Dann wollen wir es doch direkt mal tun. Also gegen Dragonlink, puh. Gibt schon eine ganze Menge, die man wählen kann, was auch effektiv ist, den Romulus zum Beispiel, der die man besuchen möchte, den, wenn der überhaupt noch gemacht wird, viele Leute gehen ja inzwischen einfach direkt auf den Spheres, wohingegen Wähler wiederum nicht wirklich viel machen würde. Das stimmt, Rein theoretisch kann man den Warlord Savage wählen, ob man die Wähler so lange hält, ist eine andere Frage. Vermutlich nicht, denke ich, aber könnte man, ja. Man kann LP wählen, wenn er noch nicht geschützt ist bis dahin. Ja, wenn er noch nicht geschützt ist. Also in der Theorie ist Veiler ganz in Ordnung. Ja. In der Praxis kommt es halt wieder drauf an, wie viel sie haben. Das ist halt immer so das Problem mit Dragonlink. Eine Handtrap alleine macht halt im Endeffekt gar nicht mal so viel. Das stimmt, das stimmt. Imp ist etwas besser, weil man mit Imp durch Felder durchspielen kann, die bereits liegen. Ich würde sie aber trotzdem, glaube ich, beide als durchschnittlich sehen. Ja. Gut. Dann Drytron. Da überlege ich gerade mal. Also ich meine, ich habe, wie gesagt, ich habe von Drytron wirklich nicht so viel Plan, weil ich das komplett letzte Format geskippt habe. Aber ich überlege, was für Onboard-Effekte wichtig wären, nachdem Carrier weg ist, die man da... Ich meine, ja. Wenn eine Combo durch Manju geht, dann womöglich Manju. Ja. Man kann aber auch, ich habe gesehen, relativ viele Leute spielen jetzt Megalith, Drytron. Stimmt, ja. Dann kann man da die, wie heißt die, Fool, ja. Die Level 2 Megalith-Tanze gut wählen oder impen. Meine ich. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ja. Aber sollte korrekt sein. Ansonsten gar nicht mal so viel. Da ist Imp auch schon wieder besser als Veiler, finde ich. Da ja. Es meistens besser sein wird, irgendwie zu versuchen, durch dieses Feld durchzuspielen, als zu verhindern, dass es passiert. Das stimmt. Also ich würde sie tatsächlich hier, ich glaube, ich sehe die nicht mal durchschnittlich, die beiden Karten. Ich glaube, ich finde sie beide eher schlecht, weil man bessere Optionen hat. Ja. Gut. Dann machen wir das auch gleich. Und bewerten die beide natürlich als schlecht, so leid es mir tut. Dann gehen wir weiter zu Invoked. Und da muss man direkt sagen, ist der Veiler natürlich auch eine ganz gefährliche Geschichte. Wenn du zum Beispiel einen Alistar Veiler hast, dann hast du halt auch direkt dem Gegner die Chance gegeben, hier mit Licht zu arbeiten. Beim Permanence sieht es schon wieder anders aus. Im Permanence wäre dann ein echt gutes Target, sofern er die Invocation noch nicht auf der Hand hat. Aber man muss auch mal sagen, generell einen Alistar zu Veilern wäre halt sowieso kompletter Waste, weil dann kann er danach seinen Alistar einfach weglinken und dann hat er Access of Feuer und Access of Light. Deswegen würde ich sagen, ist, glaube ich, der Veiler hier eher kacke und die Impermanence eigentlich ganz okay. Ich finde Impermanence tatsächlich sogar gut. Findest einfach du sogar gut, ja. Wenn man gegen Invoked spielt und man zieht eine Impermanence, ist es, wenn man keine andere Handtrap hat, wahrscheinlich einfach schlauer, die Impermanence für den eigenen Zug zu halten und den Mechaber da zu impfen. Das macht Sinn, ja. Ja, da hast du recht. Ich überlege gerade nochmal ansonsten die anderen Engines da drinne. Dogmatica, klar, kann natürlich gut kommen, beides. Aber wie gesagt, bei Veiler ist da auch wieder der Invoked-Aspekt, also gefährlich zu genießen. Aber glaube ich, overall kann man das über alle Engines da drinne sagen. Ich meine, Impermanence auf eine Winda zum Beispiel, wenn man das mit Shadow spielt, ist auch sehr, sehr gut. Da, glaube ich, können wir uns schon auf den grünen Haken einigen. Ja. Dann gehen wir weiter zu Dino mit dem guten Veiler. Und da ist auch wieder das altbekannte Misk-Problem, aber... Erzähl du was. Ja, also ich meine, wenn ich mit Pascal
getestet hat, hat er immer gesagt, da gegen Dino lässt du die Hoffnungsimp drin. Ja. Hoffst einfach, dass er nichts hat und eine Imp reicht, aber ich meine, ja, das bringt dann halt auch nur so weit, mit Hoffnung hat man noch kein Turnier gewonnen. Ja, ich glaube, Wähler vor allem, aber auch Imp sind eher schon wieder nicht so besonders gegen Dino. Ich meine, Imp kann wieder okay sein, um im eigenen Turn durch Sachen durchzuspielen, aber dann könnte man höchstens einen Dolker impen. Und das ist dann auch wieder vorausgesetzt, der Dino-Spieler wollte überhaupt First gehen. Wenn der Dino-Spieler Second gegangen ist, dann setzt du eine Imp, die eh von Misk Hops genommen wird. Ja. Kannst höchstens noch den UCT in der Battle Phase impen, aber kann genauso gut sein, dass du bis dahin einfach verloren hast. Ich glaube, ich würde dann die Imp als Durchschnitt sehen und den Wähler als schlecht. Oder wollen wir beides als schlecht machen? Nein, mach das ruhig so. Okay. Ja, ich glaube, insgesamt, klar, Impermanence, aber momentan muss man ja auch generell zum Impermanence mal sagen, die sieht ja auch gerade echt nicht viel Play. Wenn man sich da mal die Statistiken der LCS anschaut, oft wurde die nicht in Betracht gezogen, ne? Das kann man hier am Rande natürlich auch nochmal kurz erwähnen. Dann gehen wir weiter zu Eldritch und da sehe ich den Wähler erstmal als nutzlos an. Ja. Dann die Impermanence kann interessant sein, wenn man sie in die richtige Kalim legt, würde ich dann aber auch hier eher als nutzlos sehen. Kann man auch direkt Cosmic spielen. Also. Ja, also es ist beides halt schon nicht das Gelbe vom Ei. Ich meine, natürlich könnte man die Situativ sicherlich noch irgendwie nutzen, aber sind wir mal ehrlich, viel macht's nicht. Virtual World. Da muss man sagen, da man die Karten in der Hand aktiviert und sich damit die Kosten schon reinsendet, macht das eigentlich auch keinen Sinn. Ja, das Beste, was Imp macht, ist seinen Enchant stoppen, aber ja, gibt es bestimmt auch Besseres für. Ist sicherlich nicht das Beste, was man dagegen so machen kann. Aber wie gesagt, ist halt nur eine Momentaufnahme. Vielleicht sieht das irgendwann wieder anders aus, wenn irgendwelche Synchromonster rauskommen. Ja. Die, ne? Also ich meine, wenn VW tatsächlich auf, ich weiß jetzt nicht, wie VW jetzt sich in der Zukunft entwickeln wird, aber wenn es tatsächlich auf Buster-Locks oder andere Combo-Plays geht, kann es gut sein, dass Wähler und Imp gar nicht so schlecht dagegen sind. Abhängig davon halt, wie deren Combo aussieht. Aber gegen die Grundengine des Decks machen sie halt nichts. Je mehr ich drüber nachdenke, ich glaube, ich würde sie beide als durchschnittlich setzen. Einfach weil, naja, irgendwoher müssen die Plays von VW ja kommen. Die Main-Deck-Monster machen ja nicht gerade viel. Und dann kann man doch schon noch die Extra-Deck-Plays einigermaßen stoppen. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal weiter zur nächsten Seite. So, machen wir hier direkt weiter mit dem guten Skullmaster gegen Dragonlink. Skullmaster würde ich da genauso effektiv sehen, wie wir auch vorhin schon über die Bell gesprochen haben. Eher so lala, eher so nicht empfehlenswert, glaube ich. Skullmaster hat doch tatsächlich einige Applikationen, die der Bell fehlen, die gar nicht mal so schlecht sind. Zum Beispiel, abhängig davon, wie die Chainlinks gesetzt sind, kann Skullmaster White Dragon, Black Dragon stoppen. Andere Grave-Effekte wie Chaos Space. Das stimmt, das ist gut, ja. Pro Tower, was auch immer, Noctovision. Im Endeffekt sind das aber alles nur so Win-More-Sachen, die jetzt nicht die Main-Combo stoppen. Ich würde ihn also eher als so lala sehen. Durchschnittlich, ja, sehe ich aber auch so. Können wir eigentlich, gut, Grow können wir danach trotzdem nochmal gesondert drüber sprechen, aber dann gehen wir direkt weiter zu Drytron und da ist das natürlich eine Karte, die auf jeden Fall bonkers dagegen ist. Die auf jeden Fall auch Pass-Turn verursachen kann. Ja. Und nein. ja, es kommt sehr darauf an, wie die Drytron-Hand aussieht, womit sie starten. Das Beste, was man Skullmeistern kann, ist eine Ben 10. Auf jeden Fall. Es gibt zwar nur noch eine, aber da muss man mal sagen, die kann man auch immer noch mehrfach in einem Spielzug resolven, ne? Genau. Ja. Wenn sie allerdings schon Access auf die Ritual Spell haben, dann kann ein Skullmaster gut und gern noch einfach mal minus 1 sein. Alleine, das ist halt schwierig gegen Combo-Decks im Moment. Eine Handtrap alleine ist selten der Grund, warum das Combo-Deck verliert. Bis auf ein paar Powerkarten, zu denen wir gleich noch kommen. Ja. Aber ich würde ihn auch als mäßig sehen. Ja, ich denke auch. Dann machen wir hier auch mit das Mittelmaß. Dann gehen wir hier mal rein zu Invoked. Und da kann die Karte aber auf jeden Fall gut sein, würde ich sagen, weil du kannst halt dir das Fusionstarget rausmopsen, theoretisch. Wobei da ist halt auch nicht so krass, wo ich überlege gerade, in welcher. Ich bin gerade noch von Meister, nicht von Crow. Ja, ich sage ja schon. Ich war schon, habe schon über Crow nachgedacht. Deswegen überlege ich gerade, ob Skullmaster, was macht der gegen Invoked?
Ich überlege, ob es irgendein Target gibt, wo man den drauf werfen könnte. Höchstens bei den Dogmatikern wieder. Also es gibt ein paar Sachen, die man dagegen machen kann. Ja. Man kann zum Beispiel den Invoked Loop für einen Turn stoppen. Mit der Invocation. Stopp. Ja. Großartig ist es nicht, aber es könnte einem den einen Turn kaufen, den man tatsächlich braucht. Man kann die Shadol Engine stoppen, bevor sie wirklich nervig wird. Also zum Beispiel die App Cologne negieren, sodass sie gar nicht Zugriff auf Schism haben. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist auch da Skullmaster eher nur so Mittelmaß. Das stimmt. Ich meine, man könnte gegen Shadol theoretisch auch noch den Shadol Dragon damit negieren, wenn man irgendwas hat, was man keepen möchte, aber ist ja auch nicht so insane, ne? Ja. Ja, machen wir auch Mittelmaß rein. Dann Dinosaurier, da darfst du erstmal anfangen bei den Dinos. Great. Tatsächlich great. Also Skullmaster gegen Dino ist richtig cool. Man kann Babys stoppen, man kann Misk stoppen und das ist dann so ziemlich der ganze Dino-Turn. Das stimmt, ich meine, das sind die mitwichtigsten Karten im Deck, wenn du die stoppen kannst, dann passiert nicht viel. Eltlich. Ja, erneut great, einfach great. Glaube ich. Golden Lord stoppen. Ja, man kann, wollte ich gerade sagen, und Eldland natürlich auch, ne? Genau, einfach alles, was man stoppen möchte. Ja. Virtual World, der gute Skullmaster, ist auch hier wieder der Aspekt, alles banisht sich für Kosten. Würde ich deswegen auch eher so als nicht so gut ansehen. Nee, tatsächlich ist er genau deswegen gut. Ja. Die Spell banisht sich ja für Kosten. Man kann nichtsdestotrotz noch Skullmeistern. Ist sie dann halt trotzdem negiert? Genau. Der Spell-Effekt ist raus für den Turn, ist negiert und er hat sie auch nicht für nächsten Turn im Grave. Das ist natürlich interessant, ja. Ja, dementsprechend ist das ziemlich, ziemlich cool. Ja. Aber jetzt auch nicht great. Also er stoppt genau die Spell. Alles andere lohnt sich nicht. Vielleicht noch die Nian-Nian. Ja, ja stimmt. Gut, Nian-Nian wäre schon wichtig. Kann, ne? Spell stoppen kann echt gut sein. Nian-Nian stoppt eher nur so mäßig meistens. Aber wenn sie trotzdem noch spielen können, vor allem jetzt, wo das Endziel nicht mehr VfD ist, wo sie dann wahrscheinlich weniger Ressourcen brauchen für ihre Combo, abhängig davon, was sie natürlich machen wollen, ist der, würde ich sagen, ein gesundes Mittelmaß. Ich sag mal so, auch eine Nian-Nian kann jetzt schon echt gut sein, wenn du die rausnimmst, weil man die in bestimmten Kombosituationen einfach braucht, um richtig krass sein Board aufbauen zu können. Ne? Ja. Das kann man nochmal sagen. Ja, Mittelmaß ist auf jeden Fall in Ordnung. Jetzt kommen wir zur Didi Crow. Die macht gefühlt irgendwie alles wie der Skullmeister, nur gefühlt besser. Also nicht überall, aber in einigen Decks davon. In Dragonlink zum Beispiel würde ich sagen, ist sie, glaube ich, eher nicht so gut. Außer man möchte sich irgendwas, wie gesagt, hier auch wieder aus dem Grave zurückholen oder so, dann kann das natürlich mal gut sein. Aber ich glaube, overall gesagt, ist die Crow da nicht so geil, oder? Ja, gegen Dragonlink ist die Crow ziemlich nicht great. Also, wenn Dragonlink... Also, Dragonlink hat sehr viele One-Card-Starter für große Kombos. Und das Problem ist halt, Crow ist eher etwas, was Extender punisht als Starter. Mhm. Aber wenn du deren Start nicht stoppen kannst, wird die Crow nichts machen, weil sie diese ganzen Extender, die aus dem Grave kommen, gar nicht brauchen. Mhm. Und ansonsten, ich meine, selbst wenn, das Einzige, wo man gescheit crowen kann, ist irgendwie World Legacy Guard Dragon. Piss, die kann man ja zum Beispiel gar nicht crowen, weil der auch aus dem Banish-Pile holen kann. Richtig. Also das ist die Target. Ja. Insofern. Ja. Ja, ein Kreuz. So ist es. Triton, da darfst du wieder, wie gesagt, bevor ich wieder irgendeinen Mist erzähle von Triton. ja, Crow ist okay. Aber eine andere Karte, über die wir gleich noch reden, macht einfach alles, was Crow macht, nur besser. Insofern würde ich direkt einfach sagen, Crow gar nicht spielen. Gut, dann kommen wir zu Invoked. Und da ist natürlich die Crow eine echt gute Karte. Habe ich ja schon mal angeteasert, kurz. Weil man sich eben das Target für die Invocation einfach rausfischen kann. Natürlich kannst du auch vom gegnerischen Friedhof immer noch was nehmen, aber musst halt immer situativ gucken. Aber die Crow kann da echt gut gegen sein. Auch gegen die ganzen Dogmatiker-Sachen ist das eigentlich nicht schlecht. Und für einen Shadow brauche ich nicht sprechen. Kann natürlich gut sein für Schism, ne? Könnte das interessant sein. Ja, ich finde die Crow tatsächlich eher situativ gut. Ja. Das Ding ist, es kommt gleich wieder eine Karte, die Crow besser macht. Das kann ich jetzt tausendmal sagen, weil ich eigentlich bei jedem Deck sagen können. Das stimmt. Es ist ganz cool, was die Crow in diesem Matchup macht. Aber ja, ich meine, das Invocation-Target rausfischen, wenn sie zwei Alistar haben, macht dann die Crow ist egal. Nicht. Ja, ja. Bei Schism, wenn sie zwei Shadols im Grave haben, macht die Crow direkt nichts.
Und selbst wenn du das Invocation-Target rausbanischt, also ja, zum Beispiel den Alistar aus dem Grave banischt, gut, dann kriegen sie diesen Turn keine Fusion, aber die können direkt mit der Invocation den Alistar wieder für den nächsten Turn auf die Hand nehmen. Definitiv. Also hast du eigentlich nur einen Zug gekauft und nicht mal das manchmal. Ich würde sie trotzdem, glaube ich, noch als durchschnittlich sehen. Durchschnittlich kann man durchaus sagen, ja. Gut, dann Dinosaurier, Didicrow. Man kann sich zwischen durchschnittlich und schlecht streiten, finde ich persönlich. Das Ding ist, Didicrow hat vielleicht zwei Nutzen, abhängig davon, ob man mit europäischen oder amerikanischen Regeln spielt, kann man möglicherweise ein Baby rauscrowen, bevor es triggern kann. Das aber passiert eher selten. Ja. Was viel wichtiger ist, ist, man kann Misk halt rauscrowen. Wenn der Gegner allerdings Access auf den zweiten Misk hat, dann macht das absolut gar nichts. Ich würde sagen, eher schlecht als durchschnittlich. Ja. Gut, dann kommen wir zu Eldritch. Und da können wir uns auch kurz fassen. Da ist die Karte sehr, sehr gut dagegen, weil sie einfach das Target, was du aktivieren möchtest, einfach rausnimmt. Ja. Und auch gegen Zodiac auch richtig gut, ne? Also in der Engine und auch bei Shadol. Also da tatsächlich ein sehr guter Allrounder. Also was heißt Shadol, haben wir ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Ich meine, Eldritch Shadol wird jetzt aktuell nicht so viel gespielt, ne? Aber ja, also ich meine, gegen Zodiac ist sie jetzt nicht so toll. Nee. Wobei sie natürlich interessant sein kann, wenn man irgendwelche Faxen machen möchte mit, wie heißt der, Ram-Ram. Aber macht man ja eher nicht so häufig. Ja, das ist halt overextended. Aber gegen Eldritch, hast du schon recht, ist die Karte natürlich super. Man kann einfach alles Mögliche rausnehmen. Dann gegen Virtual World, da kannst du natürlich auch den Spell aus dem Grave rausnehmen, ne, bevor er sich aktiviert, oder? Ist das ein Quick? Nee, das ist kein Quick. Deswegen. Das ist halt ganz cool, aber 9 von 10 Mal wird einfach ein Zweiter dann reingelegt mit dem nächsten VB aus der Hand. Natürlich, natürlich. Ich überlege gerade, schon eher schlecht als neut, als durchschnittlich. Ja. Ja. Lancea. hast du ja eben schon ein paar Mal angeteasert. Eine Karte, die irgendwie immer alles besser macht. Und ja, erzähl uns bei der Lancea was zu Dranglink. Ja, also Lancea kann gegen Dranglink dein bester Freund oder dein größter Feind sein. Wenn der Dranglink-Spieler mit Chaos Space startet und Black Dragon und Levianir auf der Hand hat und sich denkt, boah, jetzt wird richtig ausgerastet, vielleicht noch ein Red MD auf der Hand hat, ne? Dann ist die Lancea natürlich eine Schepperette. Ansonsten macht die Lancea auch mal gerne und gut nichts, wenn sie über die Rocket Engine spielen. Also ich würde den gelben Strich setzen. Den gelben Strich. Gut, dann machen wir direkt auch hier weiter bei Tritron. Willst du dich da kurz fassen bei Tritron? Absolut. Tritron möchte selbst nichts banishen, außer für Eva. Das passiert im Gegner-Turn. Dementsprechend macht Lancea nichts. Ja, so ist es. Dann haben wir Invoked. Da kann die Karte natürlich insane gut sein. Du kannst auf die Aktivierung einer Invocation die Lancea werfen und der macht gar nichts mehr. Das ist natürlich der beste Fall. Ansonsten, natürlich spielt man das Ganze mit anderen Engines zusammen. Da kann das wiederum dann halt nicht der komplette Kill sein. Aber wenn man jetzt für die Invoked Engine alleine spricht, finde ich die Lancea schon sehr, sehr gut. Aber auch eher durchschnittlich overall. Ich finde, Lancea ist tatsächlich ein Must-Side gegen Invoked und finde ich auch tatsächlich, hat den grünen Haken verdient. Meinst du, ja? Gut. Ja, also ich meine, es nimmt die Haupt-Engine, das Deck heißt ja nicht Invoked, einfach für einen Zug komplett aus dem Spiel. Kein Wenn und Aber. Da, selbst wenn sie einen Mekaba hingeklatscht kriegen, haben sie in dem Punkt dann so viel Minus gemacht, da sie dann zwei Karten aus der Hand benutzen müssen, zusätzlich zu der Invocation, und nie wieder ihre Invocation recyceln können, weil nichts gebanished geht. Das ist es, ja. Also generell habe ich auf Locals auch schon ganz, ganz häufig Lancea dagegen gespielt, wo die Lancea noch nicht so populär war, und da war das auch schon immer insane gut, und ich glaube, dass gegen Invoke wird das immer gut sein. Dino, braucht man nicht drüber sprechen, oder? Ja, als Dino-Spieler kriege ich immer Vietnam-Flashbacks, wenn ich eine Lancea sehe. Ja, ich meine, Lancea ist der größte Feind von Dino. Die Karte ist dagegen einfach Skip One Turn komplett und gehen wir direkt rüber zu Eldritch. Und auch da kann eine Lancea gut sein. Allerdings sagt natürlich die Lancea, dass man nichts banishen kann. Das heißt aber, die Karten bleiben im Grave liegen. Das heißt, du kaufst dir letztendlich auch nur einen Spielzug, ne? Ja, also das Ding ist, das Eldritch-Matchup ist so grindig und slow. Grindig, wer? Yeah. Na doch, das kann man schon so sagen. Und slow, dass diese Lancea wahrscheinlich
nicht wirklich den Unterschied machen wird, den man sich erwünscht. Der ältere Spieler wird wahrscheinlich irgendwelche Floodgates oder Handtraps haben, um einen Zug lang aufzuhalten, und dann nach ist er wieder voll und ganz im Game. Also lasst es lieber bleiben. Vielleicht kann man auch den gelben Strich setzen, aber ich würde schon fast das Kreuz setzen. Ich würde auch das Kreuz setzen, also ich glaube, das ist nicht sehr effektiv. Dann geh mal rüber zu Virtual World, und da kann das natürlich, wenn du halt auf den Spell angewiesen bist, was du in den meisten Fällen da bist, auch echt gut sein, aber stoppt natürlich nicht den kompletten Zug. Ja, das ist jetzt schon wieder die ewige Virtual World Tango, wie ich ihn nenne. Ja. Spielst du Lancia nicht. Das Ding ist halt, wenn du sie nicht spielst, dann haben sie ohne den Spell keine Combo, kein gar nichts. Und wenn du sie spielst, dann schmeißt du Lancia und haben dir trotzdem früher einen VFD hingelegt. Jetzt keine Ahnung, was sie jetzt noch hinlegen, aber es ist halt ein 50-50, ob es tatsächlich was bringt. Es kann ganz cool sein, wenn du sie davon abhältst, Karten zu banishen, ja, weil sie halt ihre Trap auch nicht gesettet kriegen für deinen Turn. Ich würde einen gelben Strich setzen. Habe ich auch schon bereits gemacht. Nibiru, Dragon Link. Gute Karte, habe ich gehört. Niboingo. I mean, ja, möchtest du was sagen? Also das Ding ist, das Deck konnte natürlich über Linkross, wo Linkross noch da war, deutlich besser um Nibiru drumherum spielen als jetzt. Natürlich geht es jetzt auch, allerdings kommt das natürlich auf die Hand an. Ich würde aber erstmal sagen, dass die Karte den Deck jetzt deutlich mehr schadet oder wehtut als früher. Das wäre so erstmal meine Meinung dazu. Das auf jeden Fall. Ja. Ich bin mir bei Nibiru nie sicher, was ich von ihm halten soll. Das ist eine ganz komische Karte, weil 50-50, du stoppst seinen Turn. Ja. Das Ding ist, viele Dragon Link-Spieler machen jetzt als erstes Link-Monster Spheres. Und wenn Spheres Nibiru rotiert, dann haben sie direkt einen kostenlosen Extender und können weiterspielen. Das ist das Problem dabei, ja. Ja. Also ist schon durchschnittlich eher. Ja. Ja, ich meine, die Karte ist gut. Die kann auch Endphase bedeuten. Das dürft ihr jetzt nicht irgendwie verkennen oder so. Aber sie ist halt nicht ein 100% Garant dafür, dass der Gegner nichts mehr machen kann. Und das ist halt bei Dragon Link das Problem. Dieses Deck ist viel zu konstant, hat viel zu viele Möglichkeiten und weiter zu Tritron. Da weiß ich tatsächlich gar nicht, wie gut dieses Deck jetzt noch um Nibiru drumherum spielen kann. Es hängt sehr davon ab, wie die neuen Combos aussehen. Ich muss sagen, ich habe mich noch nicht mit dem Deck befasst, um jetzt gut sagen zu können, das ist jetzt das neue Ziel von einem Drytron-Deck. Weiß ich auch nicht, ja. Wenn sie früh auf Vanity's Ruler nach wie vor gehen können, wenn sie das überhaupt spielen wollen, macht Nibiru natürlich eher nicht. Ja. Wenn man immer noch gut Access auf Orange Lights etc. hat, macht Nibiru auch eher weniger. Allerdings muss man sagen, zwei Bentens sind weg. Das ist natürlich eine Menge Consistency, die in den Deck flöten geht. Ich glaube, auch wegen Union Carrier, der jetzt weg ist, Nibiru könnte doch schon tatsächlich inzwischen ganz gut gegen das Deck sein. Durchschnittlich oder Haken? Ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich würde sagen Durchschnitt. Könnte sein, dass ich falsch liege, aber bleiben wir mal durchschnittlich erstmal. Gut. Als nächstes Nibiru gegen Invoked. Schlechte Karte, habe ich gehört. Können wir direkt ein Kreuz geben und gehen einfach weiter zum nächsten Deck, oder? Bist du damit einverstanden? Weil dieses Deck wird niemals 5 Summons in einem Spielzug machen, und selbst wenn sie das machen sollten, also es wäre einfach nur dumm, wenn sie das machen, weil dann verschießen sie alle Ressourcen, die sie irgendwie haben. Selbst wenn ich dann da schon lange ein Mekaba. Deswegen auch, ja. Ich meine, ich glaube, das Beste, was du spielen könntest, wäre ein Mekaba über eine Anaconda mit Dragoon. Und ich glaube, selbst das sind nicht mal 5 Summons. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe mich jetzt mit dem Deck auch nicht so viel beschäftigt. Aber wie gesagt, es wird eh nicht passieren. Dann Nibiru bei den guten Dinosauriern. Ja, kannst du auch direkt ein Kreuz machen. Ja, also ist halt fast das Gleiche von der Argumentation. Red Misk. Ja, es ist halt so, die Misken sind komplett sicher und dann liegt da ein Dolker. Definitiv. Dann weiter zu Eldlich, da kann ich das Kreuz auch direkt hinschieben. Außer man ist ein schlechter Sudex-Spieler und möchte unbedingt in die Biro reinspielen, aber passiert von guten Spielern eigentlich auch eher selten. Ja, ist halt auch einfach nicht nötig, und selbst wenn du Zeus dann weg Nibirust. Lohnt sich nicht, lohnt sich überhaupt nicht. Ja. Ist so. Bei Virtual World. Virtual World sieht es wieder ganz anders aus. Ich kann ja schon mal sagen, ich habe das Deck jetzt aktiv getestet, die letzten Tage, wie es jetzt funktioniert. Und da muss ich sagen, man kann nicht mit jeder Hand um Nibiru drumherum spielen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass du Chris Ring als 5. Summon aufs Board bekommst, überzeug ihn und so weiter, aber halt nicht so konstant. Deswegen würde ich hier tatsächlich sagen, dass Nibiru
schon eine gute Karte dagegen ist, weil dann würde sie tatsächlich auch den kompletten Spielzug hier stoppen. Ich bleib dabei, spiel doch einfach Shenzhen Control. Ja. Drei Zums, fertig. Verstehe ich. Du hast schon recht. Ja, wenn sie auf Combo spielen, dann ist natürlich Nibiru jetzt der Endboss. Ob das dann auch sich so durchsetzt, das muss man sehen, ne? Ob das die Combo-Variante dann ist oder ob es halt wirklich Shenzhen Control wird, das müssen wir abwarten. Ja. Aber bis jetzt zumindest, wo wir das Video aufnehmen, da wird über Shenzhen Control noch nicht so viel nachgedacht, habe ich so den Eindruck. Aber kann ja vielleicht noch kommen. Dann Dragon Link und Drawn and Lockbird. Und da muss ich sagen, das hängt auch immer ab von der Hand des Dragon Link-Spielers, weil der Drawn and Lockbird, der kann gegen dieses Deck insane gut sein. Aber es gibt auch Hände, da juckt es Dragon Link nicht so, weil dann können sie immer noch gute Boards hinlegen, die jetzt vielleicht nicht so impressive sind, wie wenn sie keinen Troll hätten. Aber auf jeden Fall noch gute Boards. Ja, ich fasse mich da auch kurz. Also ich sehe es genau wie Lancea gegen Dragon Link. Ich würde aber den gelben Strich setzen. Es ist halt 50-50. Ist so. Drytron, da weiß ich wieder nix. Da bist du wieder dabei. Ja, Troll war schon vor der Banlist der Endboss für Drytron. Jetzt ist das Deck schwächer. Da hat sich nichts geändert. Also Troll, absolut grüner Haken gegen Drytron. Ich glaube, das Beste, was ich jemals hingekriegt habe durch einen Troll mit Drytron, weil ich wirklich spielen musste, war IP Mascarena plus ein Monster auf dem Feld. Irgendwie zwei Handkarten. Ja. Ja, ist gut. Ja. Nee. Also ich meine, der Troll ist gut dagegen. Soweit. Ja. Ja. Dann gehen wir zu Invoked. Und wir reden ja hier nicht nur von Invoked. Wir reden von Invoked Dogmatica. Und natürlich ist diese Karte dagegen sehr, sehr gut. Weil man natürlich mit seinen Karten immer sucht. Du suchst mit Magischer Schmelze, du suchst mit Alistar, du suchst mit Ecclesia. Muss ich noch was sagen? Ja, ich würde mich tatsächlich nicht davon täuschen lassen. Sie, klar, sie können noch spielen mit einer guten Hand. Nee, Droll ist, finde ich, tatsächlich sehr überbewertet gegen das Deck. Ja. Problem ist, sie müssen nur Normal Sum Alistar starten oder Normal Sum Ecclesia. Und dann macht der Droll tatsächlich so gut wie gar nicht. Es ist halt ein Spiel zu kaufen dann vielleicht höchstens auch, ne? So halb. Weil wenn sie Normal Alistar starten, haben sie bereits ihre Interruption. Das stimmt. Während du erstmal minus 1 gemacht hast, durch Mekaba durchspielen musst und hoffen musst, dass sie nicht vielleicht sogar noch. Kann ja sein, dass sie noch Handtraps haben oder Dogmatica Trap Harddraw oder irgendwas anderes Harddraw. Das stimmt. Ich bin ein Verfechter von Droll ist mäßig gegen Invoked. Gut, kann ich mit leben, aber ich meine, klar, deine Argumentation ist richtig, aber ich finde halt, dass ein Troll in manchen Händen halt auch GG sein kann, ne? Aber das kann man natürlich nicht verallgemeinern. Das stimmt, aber das ist bei jeder Chip so. Das stimmt. Dann Dino. Dino zu Droll ist auch eigentlich aus meiner Erfahrung immer eine sehr, sehr gute Handtrap dagegen gewesen, weil Dino natürlich irgendwo davon abhängig ist, ob sie die Pille schon Harddraw haben oder ob sie sich die noch suchen müssen. Ich finde tatsächlich, Dino hat nur Probleme gegen Droll, wenn sie Fossil Dicks starten. Stimmt, ansonsten das ist auch interessant. Ja. Ansonsten finde ich Droll gar nicht so crazy gegen Dino. Nee, also ich würde ihn jetzt auch nicht als perfekt ansehen, sondern eher durchschnittlich, habe ich jetzt auch schon reingeschoben. Aber ich finde, dass die Karte durchaus gut sein kann. Hier tatsächlich vielleicht sogar noch ein bisschen besser als bei Invoked. Weil, also klar, ich glaube, Dino sucht halt, wie gesagt, über den Archosaurier, über den Oviraptor, über Fossil Dick. Also es gibt schon auch hier wichtige Karten, die sie brauchen. Wenn sie die nicht schon in Harddraw haben, ist das auch problematisch. Aber durchschnittlich können wir uns, glaube ich, einigen. Ja. Eltlich, ja, da macht der Troll eher so semi-viel. Ja, sagen wir mal, grenzt dann nichts. So ist es. Geht gegen Null. So ist es, so ist es. Virtual World, da sieht es natürlich schon wieder anders aus. Ich überlege gerade, was suchen die alles? Virtual World sucht schon eine Menge eigentlich. Ja, die haben Lulu Search und Spell Search. Ja. Dann haben die noch Desires, den neuen Topf. Deswegen, also da. Also es ist nicht viel, aber es ist auch nicht wenig. Ich würde es aber trotzdem als durchschnittlich sehen, glaube ich. Ja, ich denke auch. Gut, dann gehen wir hier direkt weiter zum guten Gamma gegen Dragon Link. Und Gamma ist eigentlich eine Karte, die zumindest mal in Play komplett interrupten kann. Allerdings muss man auch hier sagen, es ist nicht der komplette Skip-Turn. Man kann natürlich immer noch lustige Sachen machen, wie zum Beispiel, wenn man die Biro und Gamma hat, kann man natürlich richtig ausrasten, aber overall gesagt, glaube ich, finde ich den Gamma gegen das Deck durchschnittlich, weil er halt situativ halt entweder mal auch den Spielzug beendet oder eben halt auch mal nicht. Oder sehe ich das falsch?
Also ich finde Gamma ist eigentlich ziemlich geil als Handtrap. Ja. Er ist halt Negate plus Destruction. Das ist halt der entscheidende Punkt, ja. Ja, ein richtig gesetzter Gamma kann ziemlich viel Schaden anrichten. Ja. Und das ist halt, ein One-Card ziemlich viel Schaden anrichten. Das Ding ist, dazu muss ich nochmal kurz was sagen. Das Problem ist, wenn du den Gamma meiner Meinung nach immer auf irgendwelche Pieces wirfst, die den Dragonlink-Spieler wirklich aufhalten, zu dem Zeitpunkt können sie meistens den Gamma schon stoppen. Ja, das, es kommt sehr darauf an, wie sie starten. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass du recht hast, dass Gamma durchschnittlich gegen das Deck ist. Also natürlich kann die bonkers sein, ne? Wenn auf so einen Romulus so ein Gamma kommt und er hat einfach nichts mehr, dann GG. Ne? Aber ja. Oftmals kommt da gar nicht mehr wirklich der Romulus. Nee, denke ich auch. Drytron. Bitteschön. Kommt sehr drauf an, was für eine Combo die fahren, wie die Plays aussehen, aber hier kann Gamma eigentlich schon ziemlich devastating sein. Ja. Abhängig davon, was für eine Vision die spielen, vielleicht auf die Normals haben, vielleicht auf die Fool, vielleicht auf die Benten, auf ein Alpha. Gibt schon einiges. Viel, was man kann, aber eigentlich ist es auch nicht besser oder schlechter als eine Ash. Also, würdest du es trotzdem grünen Haken geben oder durchschnittlich? Ja, ist schwierig. Ich glaube tatsächlich, dafür muss ich erstmal mehr davon sehen, was Drytron jetzt gerade so überhaupt machen möchte. Dann könnte man vielleicht einen grünen Haken geben. Im Moment würde ich es noch als Durchschnitt sehen. Gut, lassen wir als Durchschnitt durchgehen. Dann direkt weiter zu Invoked. Und hier gilt eigentlich, ich meine, klar, du verhinderst, wenn du zum Beispiel eine Alistar gammas, das Verhindern einer Invocation, gibst den Gegner direkt aber auch wieder den Alistar im Grave. Und hast aber gleichzeitig vielleicht aber noch die Invocation Hardshore. Aber hier ist es einfach der Faktor, dass die Karte hier in dem Fall auf dem Spielfeld ist und nicht in den Friedhof geht. Deswegen glaube ich, ist der Gamma hier schon echt eine gute Karte, weil du den Gegner halt nicht das Material gibst. Und immer wenn er denn die Invocation halt immer noch Hardshore hat, so, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Aber gegen die Dogmatikers ist das auch eine echt gute Karte. Ja, ich stimme dir zu. Gamma gegen das Deck ist ziemlich geil. Also, ja. Ich kann so den Haken setzen. So ist es. Ja. Dino, das ist halt auch wieder Have You Read Misk, ne? Ja und nein. Mhm. Also du kannst immerhin Babys gammern oder du kannst Misk im Grave gammern, aber es ist eigentlich nur eine Ash. Ja, also durchschnittlich oder schlecht? Ja, durchschnittlich. Ich würde auch sagen. Dann Eldritch, ja, da ist der Gamma eher nicht so geil, kann natürlich bei den Sudex mal gut kommen oder auch auf so einem Zeus, aber dafür brauchst du halt erstmal nichts auf dem Feld, um ihn aktivieren zu können, deswegen eher so nicht so geil. Ja. Ja. Dann direkt weiter zu Virtual World und da ist er richtig gut, finde ich. Also da kann er natürlich direkt Aua machen und dir den kompletten Spielzug quasi versauen. Auf so eine Lulu schmeckt der Gamma schon. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also ja, definitiv. Keine Ahnung, wie die Karte heißt. Das wisst ihr mittlerweile schon. Ich habe jedes Mal, wenn ich diese Karte irgendwo erwähnt habe, ich habe nie eine Ahnung, wie die heißt. Eddie, wie heißt das Ding? Ally of Justice, Cycle Reader. Gut, gegen Dragonlink macht er eher nix. Wobei, die haben natürlich ein paar Lichttargets, ne? Ja, aber nichts, was man Cycle Readern möchte. Nein, aber ich glaube, die Karte können wir uns ganz kurz halten. Die ist halt wirklich nur gut gegen Tritron und gegen alles andere ist die Müll. Ja. Also gegen Drytron ist sie great, ja. Gegen Eldritch ist sie okay. Ja. Also kannst einmal alle fünf Monde kannst du Doppellord ausbanischen, aber ob man es dafür spielen möchte, sei euch überlassen. Ich würde es eher nicht tun. Ich finde es, glaube ich, auch nicht worse genug, dass ich da irgendwie die Karte oder der Karte einen durchschnittlichen Strich geben würde hier, sondern das ist für mich alles eher so das Kreuz, muss ich doch ganz ehrlich sagen. Phantasmai gegen Dragonlink kann ich direkt mal sagen, das wurde am Wochenende auf der LCS sehr, sehr oft getecht und man hat echt viele Phantasmais gesehen, weil man mit Phantasmai theoretisch in die nächste Handtrap reinziehen möchte. Der Grundgedanke dagegen ist natürlich erstmal gut, aber ich glaube, overall hat die Karte dann gar nicht so viel gemacht. Aber an sich, ja. Ja, sorry, ich wollte nicht sagen. Nee, aber ich sage natürlich, also ich würde sie jetzt, kann ich dir vorweg schon mal sagen, ich würde sie als durchschnittlich sehen, für den Fall, dass man wirklich in eine Handtrap reinzieht, wie Nibiru oder so, kann es natürlich echt insane gut sein, aber wenn du halt mit dem in gar nichts reinziehst, ja, okay, dann hast du halt zumindest ein Monster auf dem Feld und kannst damit vielleicht dann in die Battlephase gehen und kannst zum Beispiel schon ein Ziel outen, bevor du Normal summonst. Das sind so Aspekte, die sind natürlich nicht schlecht, aber ich würde den jetzt nicht als insane ansehen.
Nee, genau deswegen würde ich ihn tatsächlich doch als gut ansehen und einen grünen Strich hinmachen. Echt, du würdest einen grünen Strich geben? Es ist halt der Draw, es ist halt das Deck-Thinning. Also, naja, so Halb-Deck-Thinning, ne? Ja. Es ist halt das Reshuffeln von der Hand, aber es ist auch ein Body, der es vier Sorten kann. Und wenn er dann gebounced wird, was sie nicht tun werden, weil sie werden sich dann höchstwahrscheinlich was Eigenes bouncen, aber wenn sie dann doch töricht genug sind, ihn zu bouncen, dann hättest du womöglich direkt nochmal einen Phantasma-Effekt. Ja. Der ist schon, also ich würde schon grünen Haken bei Dragonlink setzen. Okay, dann lasse ich mich von dir da mal überzeugen, wobei ich den wahrscheinlich, wie gesagt, eher als durchschnittlich gesehen hätte, aber ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Grüner Haken oder doch eher durchschnittlich. Und wir gehen weiter zu Trichon, wo du dann direkt wieder anfangen darfst. Ja, kann man sich direkt sparen. Machen wir einfach ein Kreuz, macht nichts. So ist es. Invoked, genau das Gleiche. Das Einzige, was du da vielleicht mal machen könntest, wäre auf den Link 1er, wenn du in Artemis gehst oder in Sekur-Wache, die man überhaupt nicht mehr spielt, glaube ich. Almiraj, so Anaconda. Aber bis dahin liegt meistens, oder also bei einer Anaconda liegt eh schon ein Merkaba, das heißt, höchstens kannst du es auf den Link 1er machen, also würde ich sagen, nicht so sinnvoll. Ja. Ja. Dino können wir auch direkt skippen, die spielen zu wenig Link-Monster. Genau. Eltlich das Gleiche. Aufsparen. Und VW auch. Ja, ich meine, VW ist momentan einfach nur noch ein Synchro-Spam-Haufen. Vielleicht in manchen Listen, habe ich gesehen, spielt man einen Needlefiber als einziges Monster, damit man danach in Desert Loctus oder Lotus machen kann, um die letzte Handkarte zu rippen, aber ja, dafür sicherlich nicht so sinnvoll. Dann Dimension Shifter gegen Dragonlink kann natürlich mächtig sein, ne? Ja, also Dimension Shifter ist so eine Handtrap für mich. Wenn ich mir jetzt alle Decks da anschaue, man muss nur das richtige Deck finden, um ihn spielen zu können. Aber wenn man die Handtrap in einem Vakuum anguckt, würde ich direkt einen grünen Haken überall setzen. Ich auch. Genauso hätte ich es genau auch gemacht. Ich meine, klar, gegen Invoked und Dino und Eldlich, ne, da braucht man nicht drüber sprechen. Die sind wahrscheinlich die stärksten, ne, wo die Karte am meisten wehtut. Aber auch alle anderen haben immer wieder Friedhofsaspekte. Ne? Auch alle anderen. Also gegen VW, gegen alle anderen drei Decks tut sie genauso weh. Man kann VW ist nicht mal mehr resolven. Also ich würde überall den grünen Haken setzen, tatsächlich. Ja. Ja, die drei Decks, Dino Eldlich und Invoked, braucht man gar nicht drüber reden. Aber auch VW, die können gar nicht mehr resolven, wenn der Shifter resolved ist, da sie auf den Graveling müssen. Drytron macht halt minus seinen Vater, wenn sie irgendwie versuchen zu spielen. Und die Hälfte der Sachen können sie auch gar nicht mehr resolven. Und Dragonlink genauso, die können auch nichts mehr machen. Also ich hab mal vor zwei LCS oder so, habe ich mit Pascal getestet. Ich habe Shifter einfach gefühlt gegen jedes Combo-Deck im Format geschmissen, sogar gegen jedes Deck im Format geschmissen. Und er hat geschaut, was er machen kann, und zwar immer direkt einen Turnskip oder verlieren, weil er keine Ressourcen mehr hat. Das ist sehr, sehr gut. Vor allem, was der ja dann auch macht, im nächsten Spielzug nimmt er ja auch die Effekte von einigen Handtraps raus, ne? Also nicht von allen, aber ein paar sind da doch dabei. Dann würde ich sagen, sind wir soweit erstmal durch bei unserer Handtrap-Bewertung für das aktuelle Format. Kann sich natürlich nochmal entwickeln, dass vielleicht irgendwie dann doch andere Decks nochmal präsenter werden. Könnt ihr aber gerne mal in die Kommentare schreiben, was eurer Meinung nach vielleicht da noch gefehlt hat. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.